Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema besprechen, das sehr viel Grund und Anlass zu Spekulationen gegeben hat. Und zwar nicht nur in der jetzigen Zeit, sondern auch über viele Jahrhunderte hinweg. Und zwar geht es mir um die Frage, wer oder was ist das Tier? Nun, einige, die die Bibel ein wenig kennen, wissen, dass zum Beispiel im Buch der Offenbarung von einem Tier gesprochen wird. Und es gibt da viele Ideen, wer oder was dieses Tier ist, wen es symbolisiert, ob es noch kommen wird, welche Funktion es haben wird. Ich möchte heute ein wenig über dieses Tier mit Ihnen sprechen, aber ganz besonders auf die Charakteristika eingehen, die laut Bibel sich auf dieses Tier beziehen werden. Zunächst einmal schauen wir uns eine interessante Bibelstelle an im Buch der Offenbarung, und zwar im 13. Kapitel, angefangen in Vers 1. Offenbarung Kapitel 13 und angefangen Vers 1. Und da lesen wir eine Vision, die Johannes hatte, eine Vision, die ihm von Jesus Christus gegeben wurde durch einen Engel, und Jesus Christus selbst erhielt diese Vision von Gott, dem Vater. Und wir lesen hier in Offenbarung 13 und Vers 1, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Rachen wie ein Löwenrachen, und der Drache, eine symbolische Bezeichnung für Satan, den Teufel, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil, und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Nun, wie wir in unserer kürzlich erschienenen Broschüre Europa in der Prophezeiung darstellen, handelt es sich hierbei zunächst einmal um das wiedererstandene Römische Reich. Das Römische Reich war untergegangen, nachdem es die vorhergehenden Reiche übernommen hatte, sozusagen das Babylonische Reich, das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich. Aber es selbst hatte eine tödliche Wunde erhalten, es ist untergegangen. Aber die Bibel zeigt uns hier anhand dieser 10 Hörner, dass das Römische Reich erneut in Europa auferweckt werden würde, erneuert werden würde, und zwar 10-mal. Und in der Geschichte haben wir bereits gesehen, dass 9 dieser Erneuerungen bereits stattgefunden haben, wie zum Beispiel unter Charlemagne oder Karl dem Großen, wie es im Deutschen heißt, oder Otto dem Großen und anderen Führern. Und hier wird das beschrieben, dass diese tödliche Wunde geheilt wurde durch diese Wiederauferstehungen im europäischen Raum. Aber lesen wir jetzt, wie es weitergeht in Vers 4. Und die Menschen beteten den Drachen an. Also wie gesagt, der Drache, eine symbolische Bezeichnung für Satan, den Teufel. Sie beteten den Drachen an. Vielleicht unbewusst. Aber die Bibel nennt natürlich den Teufel den Gott dieser Welt. Die Menschen, unbewusst in den meisten Fällen, folgen den Ideen, den Wegen Satans. Ohne es zu wollen vielleicht, ohne es zu wissen. Vielleicht wollen sie es schon, aber sie denken natürlich nicht, dass das von Satan kommt. Also sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und schauen Sie, sie beteten das Tier an. Und sie sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Es geht hier um eine kriegsführende Macht. Eine Macht, die so stark sein wird, dass die Menschen erkennen werden oder meinen erkennen zu können, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, dieses Tier zu besiegen. Zunächst einmal, was wir aufgrund dieser Bibelstelle uns klar machen müssen, ist, dass das Tier, wer und was immer das Tier auch ist, eine kriegsführende Macht darstellt. Aber es wird noch mehr gesagt über dieses Tier. Und zwar lesen wir jetzt weiter in Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, alle, die auf Erden wohnen, beten es an. Also alle Menschen werden dieses Tier anbeten. Nun, wir hatten Ereignisse in der Vergangenheit, und ich gehe jetzt zum Beispiel auf die Ereignisse in Deutschland ein, zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges, da haben die Deutschen vielfach ihren Führer angebetet, in Anführungszeichen. Sie haben also gemeint, er sei der Heiland, der gekommen war, sie zu erretten, und haben vielfach auch wirkliche Anbetungen in diesem Sinne vorgenommen.
Aber das waren halt nur die Deutschen, vielleicht ein paar andere. Aber hier geht es jetzt darum, dass alle Menschen auf der ganzen Welt diese Macht anbeten werden. Und zwar, welche Menschen werden es sein? Vers 8, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Und dann heißt es, hat jemand Ohren, der höre. Also eine Warnung wird hier ausgesprochen. Und es geht darum, dass die sogenannten Auserwählten, diejenigen, die von Gott berufen sind in diesem Leben, heute schon, erkennen werden, um was für eine Macht es sich hierbei handelt. Aber es werden nur wenige sein, die sich nicht werden verführen lassen und die nicht bereit sind, dieses Tier anzubeten. Aber nicht nur geht es um die Anbetung des Tieres, es geht um weitaus mehr. In Vers 11. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Und wie wir auch in unserer Broschüre darstellen, handelt es hierbei um eine religiöse Macht. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Es sieht also religiös aus. Es sieht so aus, als ob es also Jesus Christus, das Lamm, vertreten würde. Aber es redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, Vers 12. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Also diese Anbetung des ersten Tieres, dieser militärischen Macht, geschieht irgendwie durch die Beeinflussung dieser zweiten Macht, dessen tödliche Wunde heil geworden ist. Auch hier geht es wiederum um Anbetung. Schauen Sie. Eine solche Anbetung dieses Tieres wird auch in anderen Stellen im Buch der Offenbarung erläutert. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 14 und in Vers 9. Offenbarung 14, Vers 9, eine weitere Warnung. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild, das Bild also diese religiöse Macht, und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, eine Stelle, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Schauen Sie, eine Warnung wird ausgesprochen, dass man das Tier, diese militärische Macht, und sein Bild, diese religiöse Macht, nicht anbeten soll. Und dass man dieses Zeichen, von dem hier gesprochen wird, nicht annehmen soll. Eine weitere Stelle findet sich in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20 und in Vers 4. Eine Stelle, die sich auf die erste Auferstehung bezieht. Zu Anfang des Millenniums, bevor das Millennium beginnt, wenn Jesus Christus zurückkommt. Offenbarung 20 und Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde ein Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Also hier wird die erste Auferstehung beschrieben. Die Auferstehung der Christen, die sich geweigert haben, diese Macht anzubeten und dieses Mahlzeichen, dieses Zeichen anzunehmen. Nun kehren wir zur Offenbarung Kapitel 13 zurück und schauen wir uns noch etwas weiteres an über dieses Tier zunächst einmal. In Vers 6, Offenbarung 13 und Vers 6. Hier wird ein weiteres Charakteristikum des Tieres beschrieben. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott. Also dieses Tier, diese Macht wird Gott lästern. Zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Es geht hier um eine totale Ablehnung dessen, wofür Gott steht. Seinen Namen, alles das, was Gott identifiziert. Sein Haus, es kann auch übersetzt werden, seine Stiftshütte. Also alles diese religiösen Verordnungen, die wir laut Bibel auch heute noch zu halten haben. Und natürlich alle die im Himmel wohnen, mit anderen Worten die Engel. Alles das, was eben Gott identifiziert, wird von diesem Tier gelästert werden. Jetzt Vers 16, in Offenbarung 13 und Vers 16. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat. Und jetzt schreibt Luther hier, nämlich
es sollte besser übersetzt werden, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Vers 18, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, oder wie es auch übersetzt werden kann und sollte, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Nun, hier wird bereits deutlich, dass mit dem Tier nicht nur die Macht beschrieben wird, sondern ganz besonders, wenn es um die letzte Auferstehung des Römischen Reiches geht, den Führer, den Leiter, den Herrscher, der dieser Macht vorsteht. Es geht hier um eine Zahl, und es ist die Zahl seines Namens, und es ist die Zahl eines Menschen. Nun, viel ist spekuliert worden über diese Zahl, und viel ist spekuliert worden über dieses Zeichen, dieses Malzeichen des Tieres. Wenn es um seinen Namen geht, der Name des Tieres, da könnte man vielleicht an gewisse Dinge denken, die so in der Geschichte bereits vorgefallen sind. Wir können uns hier alle an den Namensgruß erinnern, der im Dritten Reich vorgängig war. Heil Hitler. Es leitet sich natürlich ab von der römischen Gepflogenheit, den Cäsaren mit Heil Cäsar zu begrüßen. Heil Hitler. Nun, was ist mit dem Malzeichen gemeint? Wiederum haben wir in unserer Broschüre Europa in der Prophezeiung davon gesprochen. Und ich möchte hier kurz ein paar Stellen vorlesen, die dies näher erläutern. Wir sagen hier, was ist dieses Zeichen oder Malzeichen des Tieres? Und was hat das zweite Tier, die religiöse Macht, damit zu tun? Das Malzeichen kommt vom ersten Tier. Aber das zweite Tier wird alle Menschen zwingen, dieses Zeichen anzunehmen. Wir können einen Hinweis hinsichtlich seines Charakters bekommen, wenn wir die Geschichte des Römischen Reiches und seine Wiederauferstehungen näher untersuchen. Beachten Sie, was der Historiker Will Durant in seinem Buch The Age of Faith, Band 4 seines berühmten Werkes The Story of Civilization, über den Kodex von Justinian schreibt. Und wir zitieren. Dieser Kodex, gleich wie die theodosianische, macht das orthodoxe Christentum zum Gesetz. Es begann mit der Deklaration der Dreieinigkeit. Es erkannte die kirchliche Führerschaft der römischen Kirche an und befohl allen christlichen Gruppierungen, sich ihrer Autorität unterzuordnen. Rückfällig werdende Heretiker sollten hingerichtet werden, und andere Dissenter sollten mit der Beschlagnahmung ihrer Güter bestraft werden, und es wurde verhängt, dass sie nicht mehr in der Lage sein sollten, zu kaufen oder zu verkaufen, zu erben oder zu vererben. Sie waren von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen, es wurde ihnen verboten, sich zu treffen, und es wurde ihnen untersagt, orthodoxe Christen für Schulden vor Gericht zu bringen. Zitat Ende. Und wir schreiben weiter, es wurde also denen, die keine orthodoxen Katholiken waren, verboten zu kaufen und zu verkaufen, das heißt Geschäfte zu tätigen. Tatsächlich mussten diejenigen, die als Heretiker gebrandmarkt werden oder gebrandmarkt waren, mit dem Tode rechnen. Aus diesem Grunde bedeutet das Zeichen des Tieres offensichtlich eine allgemeine Beteiligung an dem Anbetungssystem des wiederauferstandenen Römischen Reiches. Natürlich gibt es einige Aspekte der Anbetung, welche diejenigen, die eine Teilnahme verweigern, mehr abgrenzen als andere Faktoren. Und dann schreiben wir ein wenig später, die Bibel assoziiert die rechte Hand mit unseren Handlungen und stellt die Stirn als den Sitz unserer Gedanken dar. Erinnern Sie sich, dass das Zeichen des Tieres auf der rechten Hand und auf die Stirn angenommen werden würde. In Ezekiel Kapitel 3, die Verse 7 bis 8, beklagt sich Gott, dass das Haus Israel, das damalige und das gegenwärtige, ihm nicht zuhören will. Er sagt, aber das Haus will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Ich habe deine Stirn so hart gemacht wie ihre Stirn. Gott meint damit die Gedanken oder den Verstand der Menschen. In 2. Mose 13, Vers 9 wird das Halten von Gottes Sabbaten ebenfalls mit der rechten Hand und der Stirn assoziiert. Wir lesen, darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, das heißt der Stirn, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei. Es ist also interessant festzustellen, dass es sich bei dem Malzeichen um etwas handelt, was dem Zeichen
das Gott seinem Volk gegeben hat, genau entgegengesetzt ist. Schauen Sie, Gott sagt, dass man am Sabbat nicht kaufen und verkaufen soll. Aber wer jemand das Mahlzeichen hat, dann kann er nur dann kaufen und verkaufen, wenn das System es ihm gestattet. Es geht ganz eindeutig um Sabbat und Sonntaganbetung. Es geht ganz eindeutig um die heiligen Tage, die Gott geboten hat, und dann die heidnischen Tage, die heute von der Welt gehalten werden. Ich habe hier über das Internet einen interessanten Artikel gefunden. Und zwar wurde der von Advent Echo herausgegeben, und zwar im Jahre 2009. Und hier wird Folgendes gesagt, denn die meisten Menschen sind sich heute gar nicht darüber klar, dass unser Kalender, den wir heute in Europa und in Deutschland haben, nicht dem Kalender entspricht, wie er in der Bibel beschrieben wird. Schauen wir uns dies einmal an, was die hier schreiben. Der Samstag hat einer Studie des Würzburger Theologen Guido Fuchs zufolge den Sonntag als Höhepunkt der Woche abgelöst. Der Sonntag ist der Tag, an dem man sich ausruht, auf der Heimfahrt, im Stau steht oder als Alleinstehender depressiv wird, erklärte der Liturgiewissenschaftler am 16. Juni in Würzburg. Der Tag des Herrn gehe förmlich im Wochenende unter. Tag des Herrn wird hier in Anführungszeichen gesetzt, weil die Bibel nirgendwo den Sonntag als den Tag des Herrn bezeichnet, aber heute wird es allgemein so angenommen. Es wird hier weitergeschrieben, am Samstag dagegen spiele sich die Freizeit ab. Die Menschen kauften ein, machten Ausflüge oder feierten. Das geht aus einer von Fuchs initiierten Umfrage unter mehr als 300 katholischen Pfarrgemeinden in Deutschland hervor. Im Jahr 1976 sei das Aus für die sonntägliche Sonderrolle in Deutschland für alle zum ersten Male sichtbar geworden. Also im Jahr 1976 war das Aus der sonntäglichen Sonderruhe sichtbar geworden. In diesem Jahr wurde die DIN-Norm 1355 in Kraft gesetzt. Darin sind die Jahreslängen, die Schaltregeln, die Monats- und Wochentagsnamen, die Schreibweisen vor Christus und nach Christus und die Jahreszählung sowie die Wochenzählung festgelegt. Sie sind in weitgehender Übereinstimmung mit dem gregorianischen Kalender und gehen nur in solchen Dingen darüber hinaus, in denen der gregorianische Kalender keine Aussagen macht. Seitdem steht der Sonntag in allen offiziellen Kalendern am Ende der Woche und nicht, wie jahrhundertelang zuvor, am Anfang. Schauen Sie, der Sonntag ist laut Bibel der erste Tag der Woche. Der Sabbat, der Samstag, die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend, ist laut Bibel der siebte Tag der Woche. Dieser Kalender hier hat alles dies umgewälzt. Und die Menschen haben dies überhaupt gar nicht begriffen, was hier geschehen ist. Der Artikel schreibt weiter. Der Protest der Kirchen gegen diese Degradierung hatte keinen Erfolg gehabt. Im Bewusstsein der meisten Menschen endet die Woche mittlerweile am Sonntag. Die Vorstellung, das habe auch im christlichen Sinne seine Richtigkeit, weil ja schon die Bibel sagt, dass sich Gott am siebten Tage ausruhte, dies beruht auf einer Fehlinterpretation. Damit ist der siebte Tag in der Tradition des jüdischen Kalenders gemeint, also der Sabbat bzw. Samstag, erklärt sogar Fuchs. Der gibt das offen zu. Und somit beginnt für beide Religionen die Woche selbstverständlich am Sonntag, aber nicht mehr gemäß des Kalenders. Schauen Sie, dieser Kalender hat die Idee abgeschafft, dass der Sonntag der erste Tag der Woche sei und dass der Samstag der letzte Tag der Woche ist, der biblische Sabbat. Und wenn ich Menschen in Deutschland darauf anspreche, die sind ganz überrascht, wenn sie feststellen, dass in ihrem Kalender der Sonntag als der letzte Woche bezeichnet wird. Die haben das gar nicht so mitbekommen, aber das ist bereits seit 1976 laut diesem Artikel der Fall. Das ist das Mahlzeichen des Tieres. Wie sieht es nun mit dieser Nummer aus, dieser Zahl 666? Nun, wie viele Kommentare uns sagen, geht es hierbei tatsächlich um eine Zahl, die sich auf den Namen des Tieres bezieht. Die Frage ist, ist mit diesem Tier jetzt die Macht gemeint oder und der letzte Führer, der letzte Herrscher dieser Macht, der letzten Wiederauferstehung des Römischen Reiches oder Heiligen Römischen Reiches, das sich zurzeit in Europa bildet? Nun, die meisten erkennen an, und wir haben dies auch in unserer englischsprachigen Broschüre über die Mysterien des Buches der Offenbarung klar zum Ausdruck gebracht,
dass es sich zunächst einmal um den Führer Latinos handelt. Mit anderen Worten, Latinos, der Begründer des Römischen Reiches. Denn wenn Sie das Wort Latinos im Griechischen, und die griechische Sprache hat ja für jedes Wort oder jeden Buchstaben einen Zahlenwert, wenn Sie dies also im Hinblick auf die griechische Sprache untersuchen, kommt in der Tat 666 dabei heraus. Und die meisten sagen uns auch, und ich habe viele Kommentare dazu gelesen, dass dies die wahrscheinlichste Erklärung ist für den Zahlenwert 666, dass er sich eben auf Latinos bezieht, das lateinische Reich, das römische Reich, weil nämlich ja das römische Reich hier angesprochen wird, das sich dann 10-mal erneuern würde. Aber die Frage ist eben auch, bezieht sich es auf eine Person? Das scheint der Fall zu sein. Nun, Latinos ist natürlich bereits schon eine Person, aber gleichzeitig steht er auch für das römische Reich. Aber es scheint hier ja auch um eine Person zu gehen, die noch kommen wird, um den letzten Führer des Römischen Reiches, der Wiederherstellung des Römischen Reiches. Denn die ganze Offenbarung ist ja geschrieben worden im Hinblick auf die Wiederkunft Christi und hauptsächlich auf Ereignisse, die eben stattfinden, kurz bevor Christus zurückkommt und das, was dann geschehen wird, wenn er zurückgekommen ist. Und es gibt dann natürlich viele Rückblenden, das ist klar, um den Leser dahin zu bringen, zu verstehen, was die Dinge dann bedeuten sollen, die dann geschehen, kurz bevor Christus zurückkommt. Aber so hat man dann im Laufe der Jahrhunderte immer wieder versucht, diese Nummer, diese Zahl 666 auf andere Individuen anzuwenden. Und das lag natürlich auch daran, dass man immer gemeint hatte, zu dem Zeitpunkt würde Christus zurückkommen. Es gab ja fast keine Zeit, wo die Menschen das nicht bereits geglaubt hatten. Die hatten ja nicht verstanden, in den meisten Fällen, dass das Römische Reich sich 10-mal würde erneuern müssen. Und erst im Zeitpunkt der letzten Wiederauferstehung würde Christus zurückkommen. Und so hat man zum Beispiel gefunden, dass wenn man Neron Caesar, also Kaiser Caesar oder Kaiser Nero vielmehr, wenn man das im Griechischen untersucht, dann ergibt sich die Zahl 666. Und ich habe hier die Ziffernbeweise vor mir liegen. Aber auch Luther, wenn man den Namen Luther im Griechischen untersucht, ergibt sich die Zahl 666. Das war natürlich dann von Katholiken irgendwie herausgestellt worden. Und dann kamen die Protestanten und haben gesagt, ja, aber der Name Italica Ecclesia, also die italienische oder römische Kirche, das ergibt auch 666. Und sogar das Wort für Römer ergibt 666 und das Wort für Romanus ergibt 666. Aber wie ich sagte, es scheint so zu sein, wie auch viele Kommentare das uns sagen, dass diese Zahl irgendwie in Verbindung steht mit dem letzten Führer des Römischen Reiches, der noch kommen wird, der möglicherweise schon existiert, nur wissen wir noch nicht, wer es ist. Und es heißt ja, wer Weisheit hat, der berechne seine Zahl. So, ich habe immer mal ein bisschen die Mühe gemacht und ein paar Namen so eingegeben. Namen, die immer so kursiert sind als möglicherweise der Name des Tieres. Nun, einige sind natürlich bereits schon gestorben, zum Beispiel Hitler. Das ergibt keineswegs die Zahl 666. Das Wort Adolf ergibt ebenfalls nicht die Zahl 666. Das Wort Führer ergibt auch nicht die Zahl 666. Und ich habe dann noch weitere Stellen oder weitere Namen eingegeben und untersucht anhand der Statistik, die ich hier habe. Einige behaupten heute, und ich habe das auf der Internet bereits gelesen, dass Franz Theodor zu Gutenberg das Tier sei. Nun, der Name Gutenberg ergibt keineswegs die Zahl 666. Im Gegenteil, sie ergibt die Zahl 1168 oder 1174, je nachdem, wie man das zählen will, im Griechischen. Nun, einige sagen, man muss das im Hebräischen zählen, aber das ist nicht der Fall, weil Johannes an Menschen schrieb, die Griechisch verstanden und Griechisch sprachen. Aber im Hebräischen ergibt der Name den Stellenwert 276. Also auch das kommt nicht hin. Und so gibt es eben viele verschiedene Namen, die man eingegeben hat in der Vergangenheit. Einige hatten gemeint, Franz Josef Strauß wäre möglicherweise das Tier. Nun, sein Name Strauß ergibt den Stellenwert 1401. Also auch das passt nicht. Was ich hiermit sagen will, ist, dass wir zurzeit nicht wissen, wer das Tier ist.
Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings die, dass der Zahlenwert des Tieres sein Name oder vielleicht seine Bezeichnung, die er annehmen wird, den Stellenwert von 666 ergeben wird. Aber wie gesagt, es ist weitaus zu früh, dies zurzeit dogmatisch behaupten zu wollen, wer oder was das Tier ist. Aber Charakteristiken werden gegeben. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 16 an. Offenbarung Kapitel 16, und ich lese die Verse 13 und 14. Offenbarung Kapitel 16, die Verse 13 und 14. Und das ist eine sehr interessante Stelle, die nämlich etwas über den Charakter des Tieres aussagt. Da heißt es, ich sah aus dem Rachen des Drachen. Der Drache wird bezeichnet an anderen Stellen in der Offenbarung als der Teufel. Ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten, eine andere Bezeichnung für dieses zweite Tier, von dem wir kurz gesprochen haben, dieses Bild, da sah ich drei unreine Geister kommen gleich Fröschen. Also hier der Drache natürlich, Satan, gebietet über die Dämonen. Der schickt also einen seiner sehr starken Dämonen aus. Aber hier wird auch gesagt, dass aus dem Rachen des Tieres ein unreiner Geist kommen wird. Und aus dem Rachen des falschen Propheten, also hier scheint es sich um dämonische Besessenheit zu handeln. Dass sowohl dieses Tier, dieser Mensch, dieser Führer, als auch dieser religiöse Führer dämonisch besessen sein werden. Und es heißt hier, aus deren Mündern kamen jetzt diese unreinen Geister, Vers 14, es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen. Also alle drei tun Zeichen. Nun, die Bibel sagt uns deutlich, dass der falsche Prophet sehr viele Zeichen tun wird und die Macht dazu hat er von Satan erhalten und damit wird er die Menschen verführen. Aber hier lesen wir eine interessante Stelle, dass sogar aus dem Munde des Tieres ein unreiner Geist kommen wird, der auch Zeichen tun wird. Was sind diese Zeichen? Wir wissen es nicht, aber wir sehen, was diese Zeichen beabsichtigen, was geschehen wird. Die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also hier sehen wir den Einfluss, den sowohl das Tier als auch dieser falsche Prophet haben werden. Die sind in der Lage, durch dämonische Besessenheit alle Menschen zu verführen. Und wir hatten ja bereits gelesen, dass alle Menschen sie anbeten werden. Und sie werden sie dahingehend verführen, sich am Tage Gottes des Allmächtigen zu versammeln, um dann gegen den wiederkehrenden Jesus Christus zu kämpfen. In Offenbarung Kapitel 17 lesen wir die Verse 12 und 13 zunächst einmal. Offenbarung 17, die Verse 12 und 13. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, es wird hier ein anderes Tier beschrieben, ein Tier ebenfalls mit 10 Hörnern, aber auf diesem Tier sitzt eine Frau, eine Prostituierte, eine gefallene Frau, die wiederum die Menschen verführt. Und diese 10 Hörner, die in dem Tier in Offenbarung 17 beschrieben werden, das sind allerdings jetzt Könige oder Herrscher, die zum gleichen Zeitpunkt, und zwar im Zeitpunkt der letzten Wiederauferstehung des Römischen Reiches, herrschen werden. Aber auch die werden etwas tun. Es heißt hier, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, Vers 12, das sind 10 Könige oder Herrscher, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde, also kurze Zeit nur, Macht empfangen zusammen mit dem Tier. Also hier wird uns ein Zeichen gegeben, dass wenn das Tier auf der Bildfläche erscheint, wird es erscheinen im Zusammenhang mit 10 Nationen, 10 Herrschern, 10 Herrschergruppen, die zusammen Macht erhalten werden, zum gleichen Zeitpunkt scheinbar. Und dann heißt es hier, diese sind eines Sinnes, Vers 13, und sie geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Also zunächst einmal haben sie Macht und sie geben dann diese Macht, diese Kraft diesem Tier, diesem letzten Führer des wiederauferstandenen Reiches. Und dann lesen wir in Vers 17. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, nach seinem Sinne zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Also das ist etwas, was Gott vorherbestimmt hat. Das wird geschehen. Wir müssen aufpassen, was in Europa zurzeit geschieht. Es gibt hier die Bestrebungen, Europa zu vereinigen. Aber zurzeit gibt es natürlich nicht nur 10 Nationen oder Nationengruppen, die sich vereinigt haben, sondern es gibt weitaus mehr
Nationen. Aber wir können davon ausgehen, anhand dessen, was die Bibel sagt, dass letztendlich ein Kerneuropa entstehen wird, aus 10 Nationen oder Nationengruppen. Und diese werden dann ihre Macht und ihre Autorität, ihre Vollstreckungsgewalt diesem Tier geben, diesem letzten Herrscher, diesem letzten Führer einer charismatischen Persönlichkeit, einer politischen, militärischen Persönlichkeit. Und sie werden aber nur für kurze Zeit herrschen, wie es heißt. In Offenbarung Kapitel 19 lesen wir angefangen in Vers 19. Offenbarung 19 und in Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heer. Natürlich der auf dem Pferde saß, ist Jesus Christus, der zurückkommt mit seinen Engeln, wie es beschrieben steht. Und diese Menschen hier sind so verführt. Sie sind natürlich deshalb verführt, weil sie den Drachen angebetet haben. Dass sie meinen, sie müssten Christus hier bekämpfen. Vielleicht meinen sie, Christus sei der Antichrist. Er sei das Tier, was auch immer. Sie werden ihn bekämpfen wollen. Es heißt dann in Vers 20, und das Tier wurde ergriffen. Und mit ihm der falsche Prophet. Also ganz eindeutig werden hier Persönlichkeiten, Individuen beschrieben. Und auch der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Und lebendig wurden diese beiden in den folgenden Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brennt. Also wir sehen hier, dass das Tier unter der Beeinflussung dieses falschen Propheten sogar bereit ist, der natürlich wiederum beeinflusst wird von Satan, die sind also bereit, Christus zu bekämpfen. Schauen wir uns weitere Charakteristiken an über dieses Tier, hauptsächlich im Buch Daniel. In Daniel Kapitel 8 wird nämlich weitaus mehr noch über dieses Tier uns gesagt. Daniel Kapitel 8 und in Vers 9 zunächst einmal. Daniel Kapitel 8 und Vers 9. Da heißt es, einem von ihnen wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß, nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Lande hin. Vers 10. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Es scheint dies eine Prophezeiung zu sein für das, was das endzeitliche Tier tun wird. Nun, es geht hier auch um eine andere Persönlichkeit zunächst einmal, einen griechischen Herrscher mit dem Namen Antiochos Epiphanes. Über den werden wir gleich noch Näheres hören. Aber es geht hier scheinbar auch um eine Prophezeiung für die Endzeit. Denn es heißt hier in Vers 11, ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Vers 12, und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und was es tat, gelang ihm. Das tägliche Opfer wird beschrieben auch im Neuen Testament als etwas, was noch geschehen wird. Die Juden werden beginnen, wieder Opfer zu erbringen. Möglicherweise in einem neu errichteten Tempel, noch vor der Wiederkunft Christi. Und dann wird auch der Gräuel der Verwüstung aufgestellt werden, von dem Christus spricht. Und Christus sagt, das ist etwas, von dem Daniel gesprochen hat. Und wie wir sehen werden, hat dieser Antiochos Epiphanes die täglichen Opfer abgeschafft. Und er hat einen Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Aber dies scheint ein Vorläufer zu sein von dem, was noch kommen wird, weil Christus hier eindeutig sagt, dies wird noch wiederum geschehen in der Endzeit, kurz vor seiner Wiederkunft. Also hier wird etwas gesagt über dieses Tier scheinbar, was mit dem, was wir in Offenbarung gelesen haben, übereinstimmt. Er wird sich gegen das Heer des Himmels aufwerfen. Er wird sich gegen den Fürsten des Himmels aufwerfen. Er wird also kämpfen wollen. Er offensichtlich lästert den Namen Gottes und alles das, für das Gott steht. Einige Kommentare sagen uns auch, dass dieser Antiochos Epiphanes ein Vorläufer ist des kommenden Tieres. Ich möchte ein wenig über diesen Antiochos oder Antiochos Epiphanes vorlesen. Und zwar habe ich das auch wiederum aus der Internet, und zwar von bibelkommentare.de. Die schreiben Folgendes.
Dieser Antiochos der Vierte Epiphanes lebte so um 175 vor Christus. Er war nicht der rechtmäßige Erbe. Er erhielt das Königtum durch Schmeicheleien. Er nannte sich selbst Epiphanes, was berühmt bedeutet, aber er war eine so gemeine Person, dass das Volk ihn Epimanes oder schlechter Mann nannte. Und dann wird auf seinen Angriff auf Jerusalem eingegangen. Und es heißt hier, er sandte eine Armee dorthin mit dem Auftrag, alle Männer zu töten und die Frauen und Kinder als Sklaven zu verkaufen. Dieses wurde bis zu einem bestimmten Maße ausgeführt. Die Mauern wurden niedergerissen, die Stadt geplündert und Feuer gelegt. Und wenn Sie sich das Buch Sacharja anschauen, im 14. Kapitel, da lesen Sie, dass etwas Gleiches geschehen wird, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Es heißt dann, die Mauern wurden niedergerissen, dann verordnete er, dass die Juden ihre Religion aufgeben sollten und alle Götter der Heiden verehren sollten. Also die mussten ihre Religion aufgeben, unter anderem den Sabbat, die heiligen Tage, und mussten jetzt die Götter der Heiden verehren. Genau das wird ja wieder geschehen und geschieht zu einem gewissen Maße bereits jetzt schon, wenn die Menschen das Mahlzeichen des Tieres annehmen, den Sabbat ablehnen, den Sonntag vielmehr, der ja ein Tag war oder ist, der den Heidengöttern geweiht ist, den Sonnengöttern, eben dann annehmen sollen. Es geht hier vorzusagen, um dies in Jerusalem, bei den wenigen, die sich an diesen Ort klammerten, sicherzustellen, wurde ein Bild von Jupiter Olympius, also dieses heidnischen Gottes, im Griechischen heißt es Zeus. Das wurde aufgestellt im Tempel und auf dem Altar wurde diesem Gott geopfert. Und wie andere uns sagen, sogar Schweineblut wurde dort geopfert und Schweinefleisch. Dies war 168 vor Christus am 15. des Monats Kislev. Daniel berichtet, und jetzt zitiert er aus Daniel 11, sie werden das Heiligtum, die Festungen weihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Aber wie gesagt, es bezieht sich jetzt nicht nur auf das, was Antiochos Epiphanes getan hat, sondern es geht auch darum, was noch in der Zukunft geschehen wird. Und dann sagt dieser Autor Folgendes. Ohne Zweifel stellen einige der Taten von Antiochos oder Antiochos Epiphanes Verhaltensweisen des zukünftigen Königs des Nordens im Hinblick auf die Juden und Jerusalem im Vorbild dar. Denn die Bibel spricht auch von einem König des Nordens, der die gleiche Persönlichkeit ist wie das Tier. Und es heißt hier, in anderen Prophezeiungen wird dieser König des Nordens der Assyrer genannt. Und auch das ist richtig, wie wir noch sehen werden. Der König von Assyrien ist ebenfalls eine Bezeichnung für das Tier oder für den König des Nordens. Nun, man muss wissen, wer Assyrien heute ist. Ursprünglich war ja Assyrien die Macht, die Israel gefangen nahm. Das Haus Israel, sollte ich sagen. Aber die haben sich nachher dann alle nach Westen gewandt. Und die Nachfahren der Assyrer haben sich hauptsächlich in Gebieten niedergelassen, die wir heute als Deutschland kennen und Österreich. Und das Haus Israel ist dann weitergewandert zu den britischen Inseln und haben sich dort niedergelassen und sind dann schließlich dann auch nach Amerika vorgedrungen. Und es wird einen künftigen König von Assyrien geben, den König des Nordens, das Tier, der aller Wahrscheinlichkeit nach deutschstämmigen Ursprungs sein wird. Nun lesen wir jetzt ein wenig weiter in der Bibel, was zum Beispiel im Buch Daniel Kapitel 8 geschrieben wird und geschrieben steht. Daniel Kapitel 8, die Verse 23 bis 25. Daniel Kapitel 8, die Verse 23 bis 25. Da heißt es aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn die Frevel überhand nehmen, wird aufkommen, und hier wird eine weitere Charakteristika beschrieben, ein weiteres Charakteristikum dieses zukünftigen Herrschers. Es wird aufkommen ein frecher und verschlagener König. Der wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie. Er wird ungeheures Unheil anrichten und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen. Und es wird ihm durch Betrug gelingen und er wird überheblich werden. Und unerwartet wird er viele verderben und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten. Aber er wird zerbrochen werden ohne Zutun von Menschenhand. Es geht hier scheinbar um ein Schicksal des zukünftigen Königs, der ohne Zutun von Menschenhand, mit anderen Worten durch göttliche Hand,
vernichtet werden wird. Nun, Kommentare sagen uns, dass das eigentlich nicht auf Antiochos Epiphanes in letzter Konsequenz zutrifft. Denn der ist nicht auf eine solche Weise gestorben. Aber das ist ein Grund dafür, dass viele meinen, dass sich diese Stellen eben auch auf einen zukünftigen König beziehen werden, eben auf das Tier, den König des Nordens. In Daniel Kapitel 11 lesen wir die Verse 21 bis 23. Daniel Kapitel 11, die Verse 21 bis 23. Auch hier wiederum wird das Tier scheinbar beschrieben, wie ich noch zeigen werde. Dann wird an seiner Stadt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. Also hier hatten wir bereits von Betrug gelesen, von Intrigen, von Schmeicheleien. Hier wird das Gleiche wiederum gesagt. Zunächst einmal ist das nicht jemand, der scheinbar gewählt wird, dem scheinbar die Herrschaft zunächst einmal übertragen wird, sondern er wird unerwartet kommen und er wird sich diese Herrschaft erschleichen. Und zwar durch Ränke. Und dann heißt es hier, und heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden, dazu auch der Fürst des Bundes, scheinbar der Hohepriester, der vielleicht auch noch kommen wird im Judentum. Und dann heißt es hier weiter in Vers 23, denn nachdem er sich mit ihm angefreundet hat, wird er listig handeln und heraufziehen und mit wenigen Leuten Macht gewinnen. Nun, Antiochos Epiphanes hat das in gewisser Weise getan. Er hat sich damals mit dem Hohepriester zunächst mal angefreundet und hat ihn dann verstoßen sozusagen. Aber wie wir bereits gesehen haben, alles dies kann sich durchaus auf die Endzeit beziehen, weil Christus ja gesagt hat, ein Gräuel der Verwüstung wird erneut errichtet werden, Heere werden erneut Jerusalem belagern, wie dies Daniel bereits geschrieben hat. Schauen wir uns Kapitel 11 und Vers 31 an. Daniel 11 und Vers 31. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und viele meinen, es bezöge sich hier auf dieses Götzenbild von Zeus oder Jupiter. Und das kann durchaus sein, dass etwas Ähnliches wieder geschehen wird, vor allen Dingen, wenn ein Tempel errichtet wird. Aber es geht auch darum, dass die Heere damals Israel verwüstet haben und Jerusalem. Und das wird auch wiederum geschehen, sodass die Heere auch in gewisser Weise als ein Gräuel der Verwüstung beschrieben werden. Und dann gibt es noch die weitere Stelle, dass es heißt, dass der Mann der Sünde, eine religiöse Persönlichkeit, offensichtlich der falsche Prophet, sich im Tempel Gottes niederlassen wird und sagen wird, er sei Gott. Und wie gesagt, auch das wäre natürlich dann ein Gräuel der Verwüstung. Und es heißt dann hier in Vers 32, und er wird mit Ränken, schauen Sie, alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Und die Verständigen im Volke werden vielen zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Und während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden, aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Und einige sagen, es ist alles erfüllt worden durch diesen Antiochos Epiphanes und durch die Makkabäer, die sich dann gegen die römische Herrschaft oder die griechische Herrschaft hier aufgelehnt haben. Aber zu vieles wird hier erzählt, was damals unter den Makkabäern keineswegs erfolgt ist. Und es heißt dann in Vers 35, und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Schauen Sie, darum geht es. Es geht um die Zeit des Endes, denn es geht ja um eine befristete Zeit, heißt es hier. Es ist eindeutig eine Prophezeiung für die Endzeit. Vers 36, und der König wird tun, was er will. Und er wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Genau das, was im Buch der Offenbarung geschrieben steht. Er wird eben alles das, was Gott ist und was für Gott steht, lästern. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden. Also er wird wiederum hier eine Verleumdung und eine Verleumdungskampagne machen gegenüber dem wahren Gott. Und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Nun, mit dem Zorn kann es sich um den Zorn Gottes drehen oder auch um den Zorn Satans. Auf alle Fälle, es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ergießt.
oder vielmehr bis er sich ausgewirkt hat, wie es heißt. Vers 37, und auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Nun, wie einige Kommentare sagen, das kann sich unmöglich auf Antiochos Epiphanes beziehen, weil der hat sicherlich die Götter seiner Väter geachtet. Der hat ja sogar eine Statue des Gottes Zeus oder Jupiter in dem Tempel der Juden aufgebaut. Und das heißt hier, er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Nun, Luther übersetzt, er wird den Lieblingsgott der Frauen achten oder vielmehr nicht achten. Aber das steht so im Hebräischen nicht. Das Wort Gott hier in Lieblingsgott ist ersetzt oder ergänzt worden von Luther. Nun, einige meinen, dass das in der Tat der Sinn ist und dass es hier um den heidnischen Gott Tammuz geht. Und die Frauen beweinten diesen Tammuz, einen heidnischen Gott, der angeblich an einem Freitag gekreuzigt wurde, angeblich an einem Sonntag wieder auferstand, der angeblich am 25. Dezember geboren wurde. Aber das ist nicht unbedingt die einzige Erklärung. Ich möchte Ihnen vorlesen, wie die Elberfelder Bibel diese Stelle übersetzt in Vers 37. Da heißt es, und die Götter seiner Väter wird er nicht achten, er wird weder Frauenliebe noch irgendeines Gottes achten, denn er wird sich wieder alles aufwerfen. Er wird also Frauenliebe nicht achten. Das Wort hier ist das hebräische Wort Chemda. Und das kommt von dem hebräischen Wort Chamat. Und das wird auch mit Lust übersetzt. Oder mit etwas, was man begehrt, was man haben will. Das kann auch eine positive Bedeutung haben, aber es kann eben auch eine negative Bedeutung haben. Nun, wenn dieser zukünftige König, dieser zukünftige Herrscher, der Frauenliebe nicht achten wird, was könnte dies andeuten? Nun schauen wir uns einmal eine Stelle an in Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1. Denn so ungewöhnlich wäre das gar nicht. Römer Kapitel 1, die Verse 24 bis 28. Angefangen in Vers 18 heißt es zunächst einmal, denn Gottes Zorn wird vom Himmel offenbart über alles gottlose Wesen. Und dann jetzt in Vers 24, er spricht über die, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehren und das Geschöpf verehren und ihm dienen statt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Vers 26, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde, in Lust zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Nun, wenn dieser zukünftige Herrscher der Frauenliebe nicht achtet, könnte es sich darauf beziehen, dass eben die Frauen gerne heiraten wollen und dieser Herrscher keinerlei Absicht hat, Frauen zu heiraten oder eine Frau zu heiraten, möchte ich mal sagen. Es könnte sich aber auch auf etwas beziehen, was wir gerade im Römerbrief gelesen haben. Und es wäre auch ein interessantes Merkmal, auf das wir vielleicht achten könnten, wenn wir denjenigen identifizieren wollen, der sich dann als das Tier manifestiert. In Daniel Kapitel 11 und Vers 44 lesen wir eine weitere interessante Stelle. Daniel 11 und Vers 44. Und das ist eine eindeutige Prophezeiung für den zukünftigen König. Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Mit anderen Worten, er wird sein Hauptquartier in Jerusalem haben. Und dann heißt es hier, aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Denken wir daran, die Stelle, die wir bereits gelesen hatten, dass dieser zukünftige Herrscher scheinbar sterben wird, ohne das Zutun von Menschenhand. Das heißt hier, es wird ein Ende mit ihm nehmen und keiner wird ihm helfen. Im Buch Hosea findet sich eine weitere interessante Stelle über das zukünftige Tier, diesen zukünftigen letzten militärischen, politischen Herrscher. Hosea Kapitel 5 und Vers 13.
Hosea Kapitel 5 und Vers 13. Da heißt es, als aber Ephraim, eine Bezeichnung für das heutige Großbritannien, seine Krankheit und Juda, eine Bezeichnung für den Staat Israel im Nahen Osten, seine Wunde fühlte, mit anderen Worten, scheinbar wird es einen Krieg geben, zunächst einmal, den Israel nicht unbedingt siegreich abschließen wird, da zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum König Jareb. Aber der kann euch nicht helfen, noch kann er eure Wunde heilen. Scheinbar beide werden sich an diesen König von Assyrien, diesen König Jareb, wenden, aber er wird ihnen nicht helfen. Nun, es gab in der assyrischen Geschichte, soweit wir das ersehen können, niemals einen König mit dem Namen Jareb. Es ist scheinbar eine Bezeichnung für einen noch zukünftigen König, nicht unbedingt, dass dies sein Name ist, aber er bezeichnet etwas, denn das Wort heißt so viel wie ein streitsüchtiger Mensch, jemand, der gerne kämpft. Und natürlich hatten wir bereits schon andere Stellen gelesen im Buch Daniel und auch im Buch der Offenbarung, die dies deutlich machen. Es gibt eine weitere interessante Stelle im Buch Habakuk, auf die möchte ich jetzt kurz eingehen, die uns etwas Näheres sagt über dieses zukünftige Tier. In Habakuk im ersten Kapitel, da wird davon gesprochen, dass es eine interessante Entwicklung geben wird. Da heißt es, schaut hin unter die Heiden, sehet und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten. Es geht aber um die Zukunft, wie andere Stellen im Buch Habakuk uns das zeigen. Es geht um die Endzeit. Ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, Vers 6, ich will die Chaldäer erwecken. Die Chaldäer waren natürlich eine Oberschicht im damaligen alten Babylon. Aber wir sehen aus dem Buch der Offenbarung in Kapitel 17 und so weiter, dass es ein modernes Babylon geben wird. Dieses moderne Babylon ist eben, wie gesagt, die Frau, die auf dem Tier reitet. Also Gott sagt hier, er wird noch einmal die Chaldäer erwecken, aber diesmal das moderne Babylon, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es, es gebietet und zwingt, wie es will. Ihre Rosse sind schneller als die Panther. Wir haben ja schon einmal von einem Blitzkrieg gehört. Und bissiger als die Wölfe am Abend. Ihre Reiter fliegen in großen Scharen von ferne daher, wie die Adler eilen zum Fraß. Interessant ist, dass das Wappentier von Deutschland, wie wir ja wissen, der Adler ist. Und dann heißt es, und sie kommen allesamt, um Schaden zu tun. Wo sie hinwollen, stürmen sie vorwärts und raffen Gefangene zusammen wie Sand. Sie spotten der Könige und der Fürsten lachen sie. Alle Festungen werden ihnen ein Scherz sein, denn sie schütten Erde auf und erobern sie. Alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter. Mit alledem machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Die Bibel zeigt uns, dass wenn das Tier an der Macht sein wird, es zu gewaltigen Kriegen kommen wird. Kriegen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Großbritannien, mit Israel, aber so dann auch mit den Königen des Fernen Ostens, Russland, China, Japan, Indien. Die Stelle hier, die wir gerade gelesen haben in Vers 11, ist unglücklich übersetzt. Es heißt hier bei Luther, als dann brausen sie dahin wie ein Sturm. Nach dem Hebräischen kann man auch Folgendes übersetzen, und so hat es zum Beispiel die Neue King James Bibel übersetzt, dann verändert sich seine Gesinnung. Und die Anmerkung ist, sein Geist. Es geht offensichtlich hier um eine dämonische Beeinflussung, von der wir bereits gelesen haben. Es scheint so zu sein, dass vielleicht das Tier zunächst einmal zur Macht kommt, ohne dämonisch besessen zu sein. Aber dann kommt es dahin, dass es dämonisch besessen sein wird. Wann genau dieser Zeitpunkt eintreten wird, wissen wir nicht. Aber auch das ist etwas, worauf wir achten müssen. Denken wir daran, das Tier kommt zunächst einmal zur Macht durch Schmeicheleien, durch Ränke. Es wird nicht offensichtlich sein, zunächst einmal, dass dieses Tier, dieser Mensch, dämonisch besessen ist. Das wird sich erst vielleicht später erweisen. Vielleicht wird auch eine Änderung im Charakter dieses Menschen vor sich gehen. Na, Tendenzen waren sicherlich immer schon vorhanden. Etwas, worauf wir
achten müssen. Nun schauen wir uns eine Stelle im Buch Jesaja an. Jesaja Kapitel 10. Jesaja Kapitel 10, angefangen in Vers 5. Hier wird wiederum von dem König Assyrien gesprochen, diesem König Jareb, dem König des Nordens. Es heißt in Jesaja Kapitel 10 und Vers 5, wehe Assur, der meines Zornes ruhte und meines Grimmes stecken ist, sagt Gott. Gott wird also Assyrien zunächst einmal benutzen, um andere Völker, und hier wird ganz besonders auf die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda eingegangen, zu bestrafen. Es wird ganz deutlich gesagt. Vers 6, ich sende ihnen wieder ein gottloses Volk. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden von Gott heute als ein gottloses Volk beschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es ist wahr, wenn wir heute sehen, was in den USA vor sich geht. Dinge geschehen, die nicht Gottes Wohlgefallen verdienen. Unabhängig davon, dass heute natürlich überhaupt der Sabbat und die heiligen Tage Gottes keinerlei Beachtung mehr finden. Aber die Gewalt, alles das, was hier vor sich geht in Amerika. Gott nennt die Amerikaner, die Briten, ein gottloses Volk. Er sagt, ich sende ihnen wieder ein gottloses Volk und gebe ihnen Befehl wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Aber jetzt kommt das Problem. Vielleicht durch diese Gesinnesänderung, von der wir eben gehört haben. Vers 7, aber er meint es nicht so. Und sein Herz denkt nicht so. Sondern sein Sinn steht danach zu vertilgen und auszurotten, nicht wenige Völker. Also er versteht sich keineswegs als das Instrument des wahren Gottes. Er ist ja derjenige, der sich gegen Gott überhebt, der Gott verlästert, der Gott verleugnet. Denn er spricht, sind meine Fürsten nicht allesamt Könige, Vers 8. Und dann sagt er in Vers 10, wie meine Hand gefunden hat, die Königreiche der Götzen, obwohl ihre Götzen mehr waren, als die zu Jerusalem und Samaria sind, sollte ich nicht Jerusalem tun und seinen Götzen, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe. Und wir lesen jetzt hier in Vers 12. Wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, wird er sprechen, ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hoffärtigen Augen. Es geht hauptsächlich um diesen Führer, diesen König von Assyrien, der natürlich sein Volk verführt, wie Hitler sein Volk verführt hat. Und natürlich in der Zukunft wird es durch dämonische Einflussnahme geschehen, auch durch diesen falschen religiösen Propheten, der Zeichen tut und damit die Menschen verführt. Aber Gott sagt, jetzt will ich mich mal an diesen König von Assyrien wenden. Lesen wir weiter in Jesaja Kapitel 14, was Gott tun wird. Und denken wir daran, dass wir bereits gelesen hatten, dass dieser König ohne das Zutun von Menschenhänden vernichtet werden wird. Jesaja Kapitel 14, die Verse 24 und 25. Der Herr hat geschworen, der Herr Zebaoth hat geschworen, was gilt es? Es soll gehen, wie ich denke. Es soll zustande kommen, wie ich es im Sinne habe, dass Assur zerschlagen werde in meinem Lande. Assur wird zerschlagen in meinem Lande. Denken wir auch daran, dass der König des Nordens sein Hauptquartier in Jerusalem haben wird. Und der falsche Prophet im Übrigen auch. Der wird ja im Tempel Gottes sein und von sich vorgeben, dass er Gott sei. Ich werde Assur zerschlagen in meinem Lande und ich zertrete es auf meinen Bergen, damit sein Joch von ihnen genommen werde, sein Joch, die Sklaverei, die noch kommen wird, über Israel, und seine Last von ihrem Halse komme. Gott wird es tun. Aber wie wird er es tun? Nun, wir lasen bereits im Buch der Offenbarung, dass er den falschen Propheten und das Tier in diesen feurigen Pfuhl werfen wird, der mit Feuer und Schwefel brennt. In Jesaja Kapitel 30 lesen wir die Verse 30 bis 33. Jesaja Kapitel 30 und die Verse 30 bis 33. Und der Herr wird seine herrliche Stimme erschallen lassen, und man wird sehen, wie sein Arm herniederfährt mit zornigem Drohen und mit Flammen verzehrenden Feuers, mit Wolkenbruch und Hagelschlag, und da wird Assur erschrecken vor der Stimme des Herrn, der ihn schlägt mit dem Stock. Und jedes Mal, wenn ein Schlag daherfährt, wird der Stock zur Zuchtrute, die der Herr auf ihn niedersausen lässt, und so bekämpft er ihn, dass er ihn als Opfer schwingt unter Pauken und Zitterspiel. Vers 33. Denn die Feuergrube
ist längst hergerichtet. Ja, sie ist auch dem König bereitet, dem König von Assyrien, dem Tier, diesem König Jareb, dem König des Nordens. Sie ist dem König bereitet, tief und weit genug. Der Scheiterhaufen darin hat Feuer und Holz die Menge. Der Odem des Herrn wird ihn anzünden wie ein Schwefelstrom. Offensichtlich der feurige Pfuhl, der im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Und dann noch Jesaja 31, die Verse 8 und 9. Und Assur soll fallen, nicht durch meines Schwert, ohne Zutun von Menschenhänden, wie wir gesehen hatten, und soll verzehrt werden, nicht durch Menschenschwert. Aber wie wird er verzehrt werden? Und es wird vor dem Schwert fliehen, und seine jungen Mannschaft wird Frondienste leisten müssen. Er wird verzehrt werden, Vers 9, sein Fels wird vor Furcht weichen, und seine Fürste werden das Banner verlassen, spricht der Herr, der zu Zion ein Feuer und zu Jerusalem einen Glutofen hat. Er wird dadurch verzehrt werden, dass er im feurigen Pfuhl verbrannt werden wird. Es gibt sicherlich noch mehr Stellen in der Bibel, die uns auf das Tier aufmerksam machen, auf diesen letzten falschen militärischen Führer, der sich in Europa erheben wird. Wir haben heute gesehen, was er tun wird. Wir haben auch einige der Charakteristika gesehen, die auf ihn anzuwenden sind. Wir haben einige Zeichen gesehen, die für die Auserwählten wichtig sind, um zu erkennen, wer dieses Tier sein wird, wenn er sich manifestiert. Aber auch im Hinblick auf andere Prophezeiungen, die zum gleichen Zeitpunkt in Erfüllung gehen müssen, wie zum Beispiel, dass es 10 Nationen oder Nationengruppen geben wird in Europa, die sich zunächst einmal zusammenschließen müssen, um dann ihre Macht diesem Tier zu geben. Christus sagt, dass wir wachen müssen und dass wir beten sollen, und zwar alle Zeit, damit wir würdig erfunden werden, alles dies, was geschehen soll, alles dem entgehen zu können. Denn es wird geschehen, es wird über die ganze Erde kommen, wie es heißt, wie ein Fallstrick. Die meisten Menschen werden nicht erkennen, worum es geht, bis es zu spät ist. Heute haben Sie die Warnung ein wenig gehört. Ich hoffe, Sie beherzigen sie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.